Und es geht direkt weiter, also zumindest für mich. Ich bin gerade richtig im Fallout-Fieber. Es macht so unglaublich viel Spaß, hier gerade rumzudödeln. Vor allem, weil ich jetzt bei... Ja, ich bin so richtig verbunden hier mit dem Spiel. Auch mit unserem Scheiß, den wir hier bauen. Ich meine natürlich mit unseren tollen Sachen, die wir hier bauen. Ich will, dass es diesem Herrn wirklich sehr gut geht. Ach, übrigens, was ich gelernt habe. Ich glaube, eine Person kann sechs Scheiße hier sammeln. Sechs Essen. Und da gibt es auch irgendwie die optimale Anzahl dann natürlich auf die Dinge umgeschlagen, auf die Leute, pipapo. Irrelevante Informationen. Okay. Wir können die Moral anheben, indem wir Läden bauen und zwar Gastronomie, Getränkestand. Die produzieren nämlich Juhu Juhei. Da kostet jetzt halt ein Getränkestand lächerliche 250.000 Millionen. Total easy. Klatschen wir einfach dahin. Vielleicht kommen die da nicht dran. Kann das sein, dass, weil da jetzt auch keiner steht, ist da zu wenig Platz? Backen die irgendwie rum? Die dürfen hier einfach an mein Haus. Ne, da greifen die Leute ja andauernd an. Ach, ich stehe einfach hier auf der Promenade. Einer guckt in die Richtung. So. Und der andere, das Scheiß benutzt wahrscheinlich eh keiner. Nein, 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 nein. Achso, doch, reparieren! Ja, moin! Leute, was ist hier? Warum sagt denn keiner was, dass das kaputt ist? Also, die melden sich halt auch nicht, ne? Sind sie selber schuld. Einen Marktstand haben wir da. Du, dahin. Sicher. Sicher. Es steht hier übrigens auch bei den Sachen dabei, dass es Kronkorken generiert ein von der Gesamtbevölkerung abhängiges Einkommen, macht Siedlungen zufriedener. Macht es das alles? Also kann ich jetzt auch hier einfach einen Waffenhändler? Ja, der generiert auch ein Einkommen. Und vor allem hätten wir dann grundsätzlich jemanden, bei dem wir unseren Kram verticken können. Und guck mal, die saufen ja alle. Die essen. Ness. Fucking Ness. Da sind vielleicht. Aber diese Schüler lassen. Ich wollte gerade sagen, was geht denn ab? Die Schüler lassen wir einfach da stehen. Wir machen jetzt auch hier einen Waffenhändler hin. Hier hin. So. Und. Nee, nicht so rum, sondern so rum. Und hinter ihm ist halt einfach, dass er sich wohlfühlt. Ich würde mich nämlich unwohl fühlen, wenn man da irgendwas in den Arsch zwicken kann. Hinter ihm ist eine Betonwand. Nee, hab's selber hämmert. Gibt's hier irgendwie einfach Sonstiges, so insgesamt Sonstiges? Vielleicht doch hier drüben Sonstiges? Hinter ihm ist eine Badewanne. Nee. Dafür brauchen wir vor allem so viel Keramik. Wir haben ja irgendwie voll wenig Keramik nur. Ein Fischständer ist da. Ach Gott, ist das schön. Mein Gott. Wart ihr schon mal am Markt hier von Starlight Drive? Gott, ist das schön da. Da hängt Fisch. Ach Gott, ist das schön. 900 Fische können wir da hinten platzieren. So. Könnt ihr mal. Warte mal, da war noch was drin. Kann ich die Scheiße mal wegräumen? Guck mal, wie sie sich richtig versammeln hier. Da ist was los. Da ist der Gaudi. Da ist einfach Zusammenhalt in dem Puff hier. Jetzt muss die Moral aber auch steigen. Wir haben zwei von diesen Kackdingern hier. Guck mal, Moral, Moral. Hopp. Ich will jetzt mehr Moral sehen. Was können wir noch machen? Wir können noch. Essen, essen, essen. Was kann man noch machen? Ja, tanzen. Jeder kann sechs produzieren oder dann sechs pflanzen. Ich bin gerade überfragt. Ich müsste ja dann 12 hiervon machen können und das dem einen zuweisen, der müsste alle machen. Aber ich kann davon nicht 12 machen. Ich mache jetzt mal nur 4. So. Das wären dann in dem Fall 2. Sondern dann 4. 2. 3. 4. 5. Und 6. Hast du der eigentlich an alles dran gehen, der Knilch? Außer es waren nicht 6, sondern halt eine andere Zahl. Du? Kannst du hier dran gehen? Wer macht denn das jetzt schon? Hey. Nehmt ihr das automatisch schon mit, oder wie? Naja, okay. Egal. Essen haben wir jetzt auf jeden Fall mehr als genug. Ich weiß halt nicht, ob die Leute auch Energie wollen, um sich sicher zu fühlen oder besser zu fühlen oder sowas. Wisst ihr was? Wir machen hier einfach noch einen Generator hin. Direkt hier. Ne, direkt an meine Butze. Und weil ich so krass bin, vermiete ich diese Butze für lächerliche 30.000 Euro im Monat. Und dann mache ich hier so ein Steckerchen rein in die Butze. Zack! Und da ist natürlich direkt Gaudi hier. Ach Gott, ist das Shadow. Oh Mensch, hey. Ganz an den Rand. Kann ich hier noch irgendwas farmen? Ne. Und dann machen wir hier noch so ein leckeres We Are Open Lichtchen.
Ich mache ein Licht rein erstmal, dass man nicht so gut schlafen kann da drin. Boom. Ah, ist es schön. Leute. Und einfach mal ein ABC. Okay. Ich will jetzt natürlich Anna schreiben. Und es geht sogar direkt aneinander. Das ist eine Abkürzung für alle neuen, aufmüpfigen Loser. Müssen hier drin schlafen. Merkt euch diese Abkürzung. Es ist wirklich höchst gut und total sexy hier drin. Ich brauche mehr Betten. Können wir... Wir können hier vielleicht auch ein bisschen sparen, indem wir möglicherweise... Ah, nee, wir können nicht sparen. Ich wollte gerade sagen, indem wir diese ganz günstigen Betten nehmen. Aber die krassesten Überbetten... Guck mal, die Schlafsäcke. Können wir 414 bauen und davon 622. Einfach mal direkt 622 hier geklöppelt. Das ist der erste Schlafsaal, den wir hier offiziell einrichten für die Armen. Im Commonwealth. Da haben sie was zu tun. Da können sie ein bisschen drin schlafen halt. Sehr, sehr schön. Komm, ich mach noch ein... Oh, noch ein Fernseher rein. Ich will es jetzt irgendwie nicht übertreiben, aber so ein Fernseher wäre schon was Schnuckliges. Leitung. Was haben wir denn bei Sonstiges? Da haben wir nochmal so ein Terminal. Ah, so ein leckeres. Ah, so ein Terminal. Ach Gott, so ein Terminal. Das stelle ich hier hin. Hier. Das benötigt einen Strom. Ja, haben wir alles da. Haben wir alles da. Und zwar, guck mal nach. Mal, gönnen wir uns einfach mal diesen Kabel hier hin. Alles klar, ja. So. Dann machen wir das so. So. Und da so. Ha! Und schon können wir total den coolen Kram machen am Terminal. Willkommen. Dann geh mal an. Oder war es das schon? Ich hab die Befürchtung, dass das schon war. It's all over to the shit. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. Ich glaube, ich habe es vielleicht auch falsch verkabelt, kann es sein. Muss vielleicht ein Kabel generell zu den Lichtern und dann eins davon zu den Lichtern und dann kann ich die Lichter unterschiedlich farbig machen. Oder könnte ich jetzt hier vielleicht... Ich weiß, dass man mit diesen Terminals einiges machen kann. Unter anderem kann man damit herausfinden, wo Leute sind und so weiter. Vielleicht nicht mit diesem Terminal direkt, aber vielleicht... Ah, ich glaube, es muss so eins sein. Voltec Bewohner. Verwaltungssystem. Das ist es, was ich meine. Aber wenn ich jetzt hier Leuchtkasten hinmache... hier hin. Und den dann. Und jetzt passt auf. Jetzt kommt nämlich die richtige Action ins Spiel. Jemandem einführe. Ne, guck. So. Hab ich was in der Hand? Ja. Ja, sehr schön. So. Das Licht leuchtet. Jetzt müsste ich hier so ein Lichtverwaltungssystem haben oder so. Ja, Leuchtkastensteuerung. Farbe festlegen. Wir nehmen mal grün. Hier ist ja nicht schon genug grün. Extrem hell. Ich will, dass es so richtig krass ist. Damit kann man halt richtig geile Sachen. Ist es grün? Abnormal. Was labert hier? Wow. Wie grün. Obergrün. Grün. So grün. Das sind so meine ersten Programmierversuche hier in Minecraft. Okay, warte. Nein, das war nicht das Richtige. Nein. Guck mal, rot. Und weh, das ist nicht rot. Hell. So. Ah, okay. Es ist so ein bisschen rot. Es soll halt anzeigen, dass hier auf jeden Fall Cancer vorzufinden ist, wenn man sich nicht den Anus wäscht. Das stelle ich da hin. So. Und dann passt es. Sehr schön. Sehr schön. Hey. Habe ich da was rumgetreten? Ah, ja. Wozu die Mühe? Ist doch Müll. Ich würde es wegwerfen. Ja, und deswegen, weißt du, deswegen hast du auch irgendwo gekämpft unter so Bastarden, die dich fast jedes Mal totgeschlagen hätten. Also würde mich nicht wundern, dass wenn das wieder passiert. In Zukunft, Fräulein. Also halt dich zurück, okay? Oder ich werde total furios. Ihr seid noch schön am Defenden? Gut. Dann machen wir jetzt weiter mit. Ja, wir erstatten jetzt den Dark-Bericht. Ich glaube, wir können uns direkt in die Railroad rein beamen. Was natürlich höchst entspannt wäre, wenn das so klappt, wie es klappen, ja, wie ich mir so hoffe. Und ich glaube, wir können auch direkt rausbeamen. Ja. Glaube ich. Hallo, Doc Hurrington. Ich habe deine... Penne schon wieder. Jedes Mal. Carrington. Carrington. Ich schaff's immer wieder, die bei Nacht zu erwischen. Wer schläft eigentlich hier drin? Kraft, Kommen will irgendwas von dir.
Okay. Tom? Ah, Tüftler Tom. Hier hat man ja gar keine Ruhe mehr vor schwer bewaffneten Kämpfern. Ja. Ich nehme an, die Sache mit H222 wurde erledigt. Na klar. Aber es gibt noch mehr, was getan werden muss. Seit dem Untergang des Switchboards haben wir den Status aller Unterschlüpfe bis auf 2 ermittelt. Ich möchte, dass du nach Augusta schaust. Mhm. Mach ich. Genaueres erfährst du am toten Briefkasten. Sei vorsichtig. Es kann sehr gut sein, dass dich etwas Übles erwartet. Okay, wir haben einen Fuck! Der schießt da hinten mit irgendwas um. Wir haben ein Scharfschützengewehr bekommen. 47, die Reaper ist total sexy gegen das Ding. Zu viel Nitroglycerin. Super ganz Reißbrett. Deacons Quote ist die beste. Von ihm kannst du viel lernen. Des hat mir erlaubt, meine Atmosphärensensoren aufzustellen. Ja, moin! Endlich kann ich beweisen, dass das Institut Terraforming im Commonwealth durchführt. Okay. Was sagst du jetzt, Carrington? Keine Ahnung. Ja, das ist echt toll, Tom. Ich habe dir gesagt, dass ich auf dich zählen kann. Also, mein Sensor, ich nenne ihn Mila, muss hoch oben sein. Richtig hoch. Des hat mich gezwungen, Kameras und anderen Low-Tech-Mist daran zu montieren, damit sie den Weg der Freiheit beobachten Low-Tech. Kann. Den Mist kannst du wegwerfen, wenn du willst. Als könnte, du weißt schon wer, keine gewöhnliche Kamera überlisten, klar? Gut. Ich werde mich gut um Mila kümmern. Sie hat eine Menge sensible Komponenten. Sei sanft zu ihr, okay? Ich habe den perfekten Ort berechnet. Bau Mila auf und lass sie süße Daten für uns sammeln. Läuft. Oh, die Mila ist ja richtig sexy, Alter. Oh Gott, ist das so Schneck. Total gut aussehen, total gut aussehen. Wo soll sie denn hin? Geht zum toten Briefkasten. Bau Mila auf. Komm, dann gehen wir mal hin. Schon wieder dort in der Nähe, direkt bei Dingenskirchens. Machen wir direkt. Komm, machen wir für ihn. Vielleicht baut er uns irgendwas ultra cooles. Ist ja immerhin der Tüftel Tom. Ich kann mir gut vorstellen, dass er voll die krasse Waffe für uns hat. So ein Überding. Aber vielleicht auch nicht, ne? Kann auch sein. I say I did it, did it. Die Mucke läuft genüsslich. And since we get place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Keine Kreatur steht so sehr für die Gefahren des Ödlands wie... Da Hans Duckenbauer. Wir sind nämlich der krasseste Boy im Commonwealth. Well, hello. Okay. Ja, neben uns. Shit. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh. Ja, verpiss dich. Krass, wie sie mir hinterher. Der Hund hat sich gefickt. Alles klar. Was haben wir denn hier Problemlöser? Was der Hund alles dabei hat. Ja. Oh Leute, das war ein wichtiger Kill. Die sind so. Die Viecher sind so eklig. Boom! Bam, bam, bam! Bam, bam, bam! Was ist da links? Rechts? Fuck, die schießen ja von woanders. So. Schön. Tschüss. Ich warte kurz. Peng. Hallo. Oh. Ah, der ist hingefallen. Bah. Leuchtfackel. Die haben Leuchtfackeln dabei. Oh. Was ist denn mit euch? Ich will die gar nicht schmeißen die ganze Zeit. Ich verbrauche echt die guten, unsere guten Sachen hier all the time. Sind die hier einfach außen rumgelaufen? Kann das sein, dass die hier durchgelaufen sind? Die waren doch eben noch alle vor mir, oder? Ah, ich glaube, es ist so passiert. Und schon müde! Ich komme jetzt zu dir. Dann mache ich dich müde. Ah, du bist. Ich dachte ganz kurz für die Kate. Mich schon gefragt, wie die wieder auf die Beine gekommen ist. Jetzt drücke ich mir einen Critical rein. Achtung! Oh shit. Irgendwie nicht viel gemacht. Boah. Fügt zunehmenden Schaden mit steigender Anzahl der Entzüge durch, die du gerade durchmachst. Okay. Also nutzlos. Wir sind ja total unjunkie-mäßig. Wir haben noch gar keinen Entzug machen müssen. Ist das jetzt schon mal aufgefallen? Okay, du beruhigst dich jetzt ja wieder. Finde ich voll gut von uns. Finde ich total gut von uns. So.
Wir müssen also, ich denke, wir müssen hoch, vielleicht da hoch. Oder da drüben hoch. Es sieht aus, als müssten wir da hoch. Machen wir locker. Aber vielleicht sollten wir die Waffe auf die hier. Nicht auf die. Auf die hier. Was ist das? Ach, das ist das. Wo ich gesagt habe, wir können noch schnell davon fliehen. Ist das das? Das Geräusch da. Ach, scheiße. War nicht geplant. Aber egal, jetzt habe ich noch eins gedrückt. Okay. Wie Pipi-Kaka-Wasser. Ach, super. Komplett unnötig durch diese Scheiße gewartet. Ist es hier wirklich? Ist es da oben wirklich? Habe ich auch wirklich einen Höhenunterschied in meiner Anzeige? Ja, ne? Oh, hallo. So. Wo ist die Leiter? Die Treppe. Und vor allem, wo ist der PC, um vielleicht hier noch... Um vielleicht die Sachen noch umzu... aktivieren, dass die angegriffen werden, die Dödel. Ich fahre doch hier nicht mit dem Fahrstuhl. Ah. Ob man da rauskommt, wenn man da unten ist? Ah, muss man später mal testen. Hier ist keiner auf der Ebene. Zum Glück können wir das sehen, wo die ungefähr sind. Wo ist die Treppe hiervon? Wo kommen die... hä? Oder war ich eben noch auf der Treppe? Ich hatte die einfach weitergeführt. Na, ich glaube schon. Oder muss ich... Nee, da geht's einfach weiter. Läuft, läuft, läuft. Ich habe nichts gesagt. Dafür wirst du bezahlen. Bitteschön. Aha. Das sollten wir öfter mal machen. Okay, hier ist die Treppe kaputt. So dumm, so schwach. Gar nicht. Du bist dumm und schwach, blöd Mann. Na, können wir laufen immer weiter? Oh. Hier geht's hoch. Noch kurz hier unten lang gehen, aber ich denke, hier liegt gar nicht allzu viel. Jawohl, Schrotpatronen. Der ist direkt da oben. So. Okay. Weiter geht's. Hey. Hinter uns, Kate, hinter uns. Hier. Krass, da wird man einfach voll runterplotzen. Mein Bein! Baba, baba. Ah, warte mal. Baba, baba, baba. Oh. Voll den Backflip, hey. So ein Feuerball, Junge. Kann ich. Ist das hier der Weg? Ja, das war wohl absolut. Da war. Kate, laber nicht. Das war super geil, was ich gerade gemacht habe. Wieder mal richtig am Skillen hier. Genau. Das gibt ein paar Eierschüsse. Oh. Noch mehr Eierschüsse für dich. Kann ich da vielleicht eine Granate hochschmeißen? Weiß es nicht. Bye bye. Schönes Knie kaputt schießen. Schert Blut auf ihren Stiefeln. Echt ein bitteres Schicksal, oder? So, als Frau. Neue Stiefel. Shared down. Wo ist denn der hingekribbelt? Hä? Wo ist denn der jetzt hingekribbelt? Wer ist der hier oben? The fuck? Okay, das war's wohl schon. Also, klar, ich habe den ja gefistet, aber ich dachte, ich kann den jetzt noch... Ach ja, das sind diese coolen Fallout-Physics hier, ne? Ja, moin. Ja, moin. Der Stein ist wirklich höchst schwer. So! Mila, bitteschön! Und wo war dieser kleine Weg rüber auf so ein anderes Stück da unten? Kürzen wir hier einfach mal. Ah, aha, aha. What? Was? Ist das hier vielleicht total cool? Okay, ich speichere mal. Ah, ach so, da ist ja direkt ein Übergang. Ich call mir ja voll einen ab. Boah, der Wind ist direkt weg. Windgeschützt. Boah, ist das cool hier. Das war ein Porsche, das sehe ich direkt. Das war ein Porsche. Oh. Warum ist hier jetzt ein Fahrstuhl? Einfach im Nichts. Ja.
Gott, ich wollte mit mehr Schmackes irgendwie springen. Wow, 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 wow! Ist hier irgendwo dieser leuchtende Sack? Kann das sein? Wir laufen auf jeden Fall auf zwei Ziele zu. Da ist ein weiterer Fahrstuhl, sehr gut. Sollen wir uns schon mal nicht da herunterbegeben. Obwohl wir da, glaube ich, easy hinkommen würden. Nee, vielleicht von da vorne. Ich bin gespannt, meine Damen und Herren. Lass mal kurz einen richtigen Speicherpunkt machen. Deedle, 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 deedle. Schamoin! Schamoin! Pluto! Wie er sich aufregt. Maximal die Knie gebrochen. Maximal. Rausgebrochen. Nach hinten. Aber ich glaube, wenn wir voll wären, glaubst du, wir hätten das überlebt? Ich glaube, das ist das Dach vom Pigman. Nee, das ist das Haus der Cabots, okay. Schade, schade, wirklich sehr schade. Da unten ist was? Good Neighbor oder so? Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Wo bist du? Wer beginnt hier mit der Suche? Unter uns ist irgendwie ein Roboter, aber ultra close. Bitte treten Sie vor und geben Sie sich zu erkennen. Okay, wartet mal. Bürger haben nichts zu befürchten. Wenn er meint. Ja, wie komme ich denn da hin? Der ist in so einem Zug, der unter uns hängt. Ah, hier vielleicht? Ne, hier ist er nicht mehr. Da drüben geht er, da geht da drüben irgendwo rein. Garden Terrace, okay. Ah! Komm, speichern und runter, du. Zack. Oh no! Ach, Kacke. Oh Leute, we got a problem, aber... Gute Idee. A jingle ramble damble da. Ahaha, kriegst du mich ja nicht, hä? Wow. Vielleicht musst du da oben hin. Kate, kommst du auch, oder? Die ist wahrscheinlich irgendwo am Chillen, ne? Am Chillen, am Grillen. Grillen, chillen. Was mache ich damit an Damage? Wenig bis gar nichts, ne? Ich guck mal ganz kurz nur auf die Health-Anzeige. Okay, geht, geht. Wenn ich jetzt aber hier mit einer Granate auf diese Ratte du raffinierter Bastard. Bumm. Wow. Um Gottes Willen. Mensch, Fritolina. Oh shit, Alter. Fett gefressen. Okay, gut, wir gehen ran. Mit Jet. Mit ordentlich Jet. Machen wir das? Ne, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt nicht Jet, sondern wir nehmen... Psycho-Jet. Ja! Bam, 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 hello, Black Betty. Ram-a-dam, oh! Oh, fucky. Du Scheiße! Alles klar, ich glaube, Psycho-Jet ist der wahnsinnigste Hammer der Welt. So, hast du jetzt genug oder willst du noch was? Brauchen wir aber alles nicht. Was kommt denn hier einfach eine Todeskralle? Wir sind gerade mitten am Schisseln und dann kommt eine Todeskralle hier. Herangeschlappt. Oh, nice. Scheiße, ja. Warte mal kurz, speichern. Was ist hier unten? Scheiße, ja. Da ist dieser Zug. Scheiße, ja. Ist da jemand drin? Aber irgendwie stuck ich jetzt hier rum. Okay, war das jetzt so klug? Wartet mal. Nach unten ist immer erstmal schlecht, wenn man nicht mehr leicht nach oben kommt. Deswegen gehen wir jetzt raus auf diese Terrasse. Und ich glaube von da, wo die Todeskralle stand, kann man zum Zug. Zumindest hing da das Abteil hin. Oder eines der Abteile. Ne? Ja! Da unten ist ein... Ah! Hier geht's einfach direkt... Was ist das eigentlich hier oben? Kommt man da auch anderweitig hin? Lass mal ganz kurz gucken. Ist, aha!
Ah ja. Haymarket Büros, okay. Technisches Dokument? Nice! Für den Proctor Kartoffelsalat. Optimale Funde hier. Wir küssen es direkt ab. Dann brechen wir voll durch. Ich hab was gehört. Ist das hier eine Raiderbar? Shit, dude. Ja, da unten. Raider, Abenteuer, Ödländer. Sack. Schack, Rerak. Da unten passiert irgendwas. Das klingt nicht gut. Wir gehen hier mal rein und gucken, was da noch drin ist. Hier müsste eigentlich dieser Roboter drin sein, irgendwo. Der uns vorhin angelabert hat. Und ich nehme an, dass wir hinten aufmachen können. Nee, doch nicht. Shit. Ich dachte, wir kommen jetzt dahin, wo eben der Safe lag. Aha. Schön die Augen offen halten. Hier, aber sieht man schnell was? Roboter? Ah, ja. Ach du Kacke, der frisst ja fast gar nichts damit. Hält. Keut, ein neuer Halbkeut. Oh Gott, sind das zwei? Nee. Jetzt kommen hier natürlich unsere allseits beliebten Granaten, Impulsgranaten zu Geltung. Die ich wahrscheinlich erstmal falsch werfen werde. Hier. Doch nicht. Ging ganz gut. Batsch. Ah! Das war ja schon fast ein Auerschrei. So. Der humpt jetzt hier diesen Toten. Das ist ein Schwein. Mahams. Mahams. Aha, aha. Mahams endlich. Ah, hier muss bestimmt auch die Reba hin. 100%. Ich musste hier irgendwie hin. Später sagt er, nimm die wieder ab und bring die woanders, die hast mich kehrt. Gut, gut. Irgendwie. Ooh, dude. I'm so good at it. Kann ich, hab ich dann überhaupt irgendwas davon, wenn ich hier oben drauf bin? Ne, es ist nur sau eng, ne? Ah. Naja, so kommen wir aber wieder zurück. Da kann man jetzt ganz runter gehen, da drüben. Aber wir hatten hier jetzt ja doch noch einiges, das wir schisseln konnten. Und zwar, wenn wir ganz vorsichtig runtergehen. Da, wo wir vorhin runtergefallen sind, hier. Ja, Kate, ich weiß, du stehst wahrscheinlich immer noch da oben, ne? Torfnase. Okay. Jetzt sind wir schon mal hier. Okay. Komme ich hier direkt in das nächste Ding? Ha! Oh! Movement got over 9000! Hier gibt's gar nichts zu holen. Shit. Also. Warte, warte. Da ist noch eine Etage. Ich hoffe, da ist nichts. Ich hoffe, die ist einfach nur eingebrochen. Jetzt keinen Bock, schon wieder zu laden. Yeah! Geschafft. Geschafft. Impulsgranate wieder. Scheiße. Wir werden so voll mit Kram. Tafelmesser. Kann ich jetzt hier... Oh, Leute, wie kommen wir jetzt hier weg? Oh. Okay, wir können dann gleich hochfahren. Alles klar. Hallo? Sehr schön. Das wäre dann vielleicht bei den Dingen auch... Das ist ja cool. Könnt ihr komplett einfach überall hochfahren. Oh, nice. Aber jetzt würde ich doch gerne ganz runter. Das können wir jetzt einfach hier drüber machen. Hinunter mit uns. Was ist da drin? Eine Lötlampe? Terpentin und ein Malpinsel. Ganz wichtige Utensilien. Der hat eine 10mm Pistole, die lassen wir einfach liegen. Ich mache jetzt erstmal nicht mehr so eine Sache, dass ich von denen doch alles mitnehme und das dann verwerte und so. Das hat irgendwie... Da habe ich, glaube ich, zu verwirrt dran gearbeitet. Das war nicht gut. Naja. Der eigentliche Weg. Wo da drüben wurden die Cabots, ne? Railroad HQ. Was ist das hier?
Finde den goldenen Grashüpfer. Sprich mit Dr. Amari. Berge Impro Ding. Warte mal kurz, wo ist denn dieser tote Briefkasten? Ah, hier. Ja. Gehen wir jetzt direkt Molly und gucken noch, was der tote Briefkasten so sagt. Ich glaube, ich nehme echt noch eine Folge auf. Es ist gerade richtig chillig und gar nicht mal so extrem spät. Ich habe noch Zeit. Tja. Mal kurz so. Aha. Letztens, durch den letzten Stream, da wo wir so viel GTA gespielt haben, da kamen irgendwie einige Leute rein, die dann auf Instagram reinkamen und auf Twitter und so. Das hat mich richtig gefreut. Voll die möchte dir was sagen. Okay, Kate. Sägt. Natürlich. Was hast du auf dem Herzen? Das weiß ich zu schätzen. Wir sind schon eine Weile zusammen unterwegs und mussten einiges einstecken. Aber durch den ganzen Scheiß hindurch hast du zu mir gestanden. Du hast mir den Rücken freigehalten und dafür gesorgt, dass ich keinen Unsinn anstelle. Ich denke, ich sollte dir ein wenig über die Person erzählen, mit der du reist. Es gibt keinen Grund, so zu tun, als wären wir Fremde. Du hast recht. Es wäre schön, mehr über dich zu wissen. Das sagst du jetzt. Aber wenn du meine Geschichte gehört hast, bereust du es vielleicht. Aber Kate. Alles fängt mit zwei heruntergekommenen Individuen an, die man wohl meine Eltern nennen könnte. Nee, oder? Ich bin überzeugt, dass ich ein Versehen war, denn ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich jemals wie ihre Tochter behandelt haben. Was? Ich wurde angeschrien und geschlagen. Alles, was ich tat, war falsch. Ich war in ihren Augen nur eine Plage. Ich habe mir die ganze Zeit über gesagt, dass sie mich zumindest ein wenig geliebt haben. Denn sie haben mich nie rausgeschmissen. An meinem 18. Geburtstag fand ich dann heraus, warum sie mich da behalten hatten. Sie legten mir ein Elektrohalsband um und verkauften mich an Sklavenhändler. Sie verabschiedeten sich nicht mal von mir. 18 Jahre habe ich diesen Scheiß ertragen. Und dann war ich ihnen nur eine Tasche voll Kronkorken wert. Das ist wirklich richtig haarig. Mein Gott. Das tut mir alles sehr leid. Schon gut. Aber die Geschichte geht noch weiter. Nee. Es wäre so leicht, meine Eltern für meine reizende Persönlichkeit verantwortlich zu machen. Aber das war ich selber. Ich war 5 Jahre bei diesen Sklavenhändlern. Die härtesten 5 Jahre meines verdammten Lebens. Zu was sie mich gezwungen haben. Wie sie mich für ihr Vergnügen missbraucht haben. Mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke. Aber ich nutzte die Zeit und habe gelernt, ihre eigenen Methoden gegen sie anzuwenden. Ein paar Kronkorken aus den Taschen eines schlafenden Mannes zu stehlen, ist einfach. Solange man nicht habgierig wird. Glaub mir nicht meinen Scheiß, gell? Sag bitte nicht, dass mir mein Dick geklaut. Ich kann das nicht. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie ich sowas durchstehen könnte. Du denkst, das ist schrecklich? Warte ab. Die Geschichte wird noch schlimmer. Nee. Es hat mich all meine Geduld gekostet. Aber nach 5 Jahren hatte ich endlich genügend gestohlen, um mich frei zu kaufen. Doch statt abzuhauen und mein Leben in Ordnung zu bringen, gab ich meiner Wut nach und bin nach Hause gegangen. Oh oh. Du kannst dir vorstellen, wie erstaunt meine Eltern waren, als ich ihre Tür aufgetreten habe. Du kannst dir aber nicht vorstellen, wie sie ausgesehen haben, als ich meine Knarre leer geschossen hatte. Dude. Du hast getan, was du tun musstest. Wirklich? Wenn ich die Augen schließe, sehe ich nur ihre angstverzerrten Gesichter. Und dann kommen mir viele Gedanken und ich verurteile mich selbst. Und das zerreißt mich verdammt nochmal. Denkst du, dass ich mir den Scheiß spritze und mich sinnlos betrinke, weil ich ein hartes, irisches Mädchen bin? Ich tue es, um zu vergessen und mein beschissenes Leben weiterzuleben. Jetzt bist du im Bilde. Jetzt kennst du Kate mit all ihren Fehlern und Schwächen und kannst über sie urteilen. Kate, ich bin sehr stolz auf dich. Es ist immer gut, wenn man seine Eltern umbringt. Ich bin stolz auf dich. Ich wusste, dass es ein Wagnis ist, dir das alles zu erzählen. Aber ich hätte nie erwartet, dass du stolz auf mich bist. Ich denke, dass ich das von dir hören musste. Danke. Also, Kate, lass mal eine Runde flirten. Ich bin immer für dich da, Kate. Und nichts, was du sagst, wird das jemals ändern. Wie schön, dass es ist. Wir sind Partner und wir sollten alles voneinander wissen. Nur so sind wir auf Augenhöhe. Kate, ich weiß auch nicht. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.